Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Rätselrunden-Montag. Montag. Es ist ein Montag für diejenigen, die gerade vielleicht einschalten. Falls gerade noch Montag ist. Dankeschön für dieses Licht. Ich bin erleuchtet. es wird mal wieder eine Runde. Eine Wettkampfrunde und dementsprechend bleibt mir noch eins zu sagen, und zwar Etüde! So, jetzt geht's los. Das ist gar nichts gewesen. Das ist es gewesen, okay. Das ist das. Nee, das ist, das weiß ich noch nicht, das weiß ich noch nicht, Riecht hier, für Eidechse könnte es nicht sein. Nachtmar ist natürlich Albtraum eigentlich. Albtraum, ein Alpentraum. Ein Ballettröckchen ist das. Tutu. Tütü. Unterwegs sein ist natürlich Reisen. Ja, ja. Ach so, der Erdboden ist Land, natürlich. Nicht Sand. Dauerbelastung ist natürlich, haben wir immer mal wieder. Huch. Ich habe jetzt welchen? Steifheit. Ey, das passt sogar gerade. Mensch. Der Buchstabe war richtig. Schmerzlaut. Aua! Ah! Kraftfahrzeug ist nicht Aua, sondern Auto. Frühfranzösische Münze weiß ich noch nicht. Frescher kleiner Kerl ist ein Rabauke, aber das ist es nicht. Lederpeitsche ist natürlich die Gerte. Eigentlich. Aber hier ist die nicht gemeint. In der Form nicht. Oder wird Gerte mit R geschrieben? Ach, was weiß ich. Buch mit Landkarten ist natürlich der Atlas. Ja, das ist ja easy. Dann haben wir hier das Lamitat. Das Laminat wollte ich. Ey, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Das ist nicht das Englisch weder noch. Neither nor. Mhm. Italienisch für Montag. Montag. Pass. Nein. Weiblicher Artikel. Artikel. Die. Okay. Dann ist der Holzfußboden das Parkett. Nee, Laminat ist ja auch, glaube ich, gar nicht aus Holz. So, dass die Lederpeitsche, weiß ich noch nicht. Frecher kleiner Kerl ist der Lausbub, aber ist das nicht? Ich weiß noch nicht, da muss ich erstmal passen. Machen wir hier erstmal weiter. Das weiß ich auch nicht. Was ist der Montag? Klatsch ist erstmal wahrscheinlich der Tratsch. Nee, passt nicht. Gerede? Gerede? Ah, tatsächlich. Okay, Hausveränderung ist ein Anbau. Ist es aber nicht. Abwertend für Haus, Bude. Umbau ist damit gemeint. So. Antitranspirant ist Deo. Und das Blasinstrument, die Oboe. Na. Lunedi. Ach, natürlich. Natürlich. Oder? Ich überlege gerade. Also ich weiß, im Spanischen gibt es einen ähnlichen Tag. Lunes. Lunes. Einprägen ist natürlich merken. Lichtspielhaus ist ein Kino. Rosinen haben wir hier. Außerdem kurzer ist ein, weiß ich noch nicht. Shot. Shot meinen die. Natürlich. Einfältiger Mensch. Ei der Laus. War das nicht Nisse oder so? Federvieh ist erstmal die Ente, ja. Kuchenbrot. Echt? Stuten? Na gut. Meeresnymphen, Nixen.
Ein Heinz. Ein Heini. Ah, die meinen den Heini. Ja, und dann ist das wirklich die Nisse. Stadt am Kocher. Oh, ich weiß es wieder nicht mehr. Bodenschatz, Mineral. Ja. Nauen? Nee. Aber ich gebe es mal ein. Okay, nee. Abfolge ist natürlich die Serie. So. Stadt am Kocher. Ich weiß es gerade echt nicht. Pfeiler. Eine Senke ist das sicherlich nicht. Gott, wie heißt denn die Lederpeitsche? Nein, das sicherlich nicht. Die Knute war das. Huch. Echt Lauser? Sos? Nee, Sog auch nicht so. Soll hatte ich. Soe, so. Sot, Sots, so, so. Ach, und der Pfeiler ist natürlich die Säule. Dann hätte ich das auch raushaben können, ohne zu raten. Okay, nee. Nee. Okay. Rätsel Nummer 1 fertig. Ausnahmsweise glaube ich, warte ich mal. Es geht ja hier um was. Dementsprechend wäre es ja ganz gut. Nein, nein, ich mache nicht weiter. Du machst ja auch nicht weiter, wenn du mich besiegst. Glaube ich. Nö, nö. Niemals. Gibt's hier irgendwas? Also, ich könnte ja mal was googeln in der Zwischenzeit. Also, die Knute, die sagt mir was. Das sagt mir schon mal was. Gibt's irgendwas, wo wir so richtig überlegen können? Also, Kuchenbrot, ja, was ist denn das? Rosinenstuten und Hefestuten gibt es. Oder Rosinenbutterstuten. Klingt lecker. Nein, eigentlich. Mir ist gerade nicht nach Kuchen. Ich hatte gerade Mittagessen. Aber gut, wir haben etwas über Stuten gelernt, die nicht Pferde sind. Oh Gott. Ich bin froh, wenn der Monat vorbei ist. So. Ja, wir wissen was von Stuten und wir wissen was von Aalen. Haha. Und von Reptilien. Die Knute. Ich kann euch ja mal zeigen, wie eine Knute aussieht. Was ist denn eine Knute? Das ist die Knute. Auch bekannt aus dem SM-Studio. Fertig. Okay, na dann geht's jetzt zu dem mit dem Lösungswort. Und Etüde. So. Okay, das haben wir. Was ist das zweite Wort? Großes Raubtier, ja, okay. Okay, oh, ich sehe gerade. Das Lösungswort ist nicht so richtig mittig. Da haben die wieder was eingestellt. Naja, es müsste trotzdem gehen. Davon lasse ich mich jetzt nicht. Okay, dann ist das hier. Oh Gott, was hatte ich jetzt noch mal gerade? Also das ist ein. Ah, das ist ein.
Gano. Das klingt wie Ganoven. Ja. Gehwerkzeug ist ein. Weiß ich nicht. Okay, Zeugnisnote ist. Gute Frage. Baltisches Meer ist die Ostsee. Werbemaskottchen ist ein. Oh, wie heißen die Dinger nochmal? Weiß ich nicht. Altgriechischer Philosoph könnte Platon sein. Ah, Mist, ey. Japanisches Gericht mit Fisch ist Sushi. Dann haben wir hier ein R, also UR. Hebewerk für Schiffe. Es ist keine Werft in dem Fall. Ägyptische Stadt am Nil könnte Kairo sein. Werbemaskottchen. Morsch geht nicht für Marode. Also ich würde sagen, es sind Ganoven, aber ich kann das N mir hier nicht. Versuchen wir es einfach mal. Erstmal Abgas. Bruder von Gretel ist Hänsel. Grünliche Farbe, weiß ich noch nicht. TV ist dann ist es Oliv. Schneemensch ist der Yeti. Hundename bei Wilhelm Busch. Weiß ich noch nicht. Elektronisches Bauteil. Machen wir erstmal das. Chip ist das dann. So. Weltraum ist das All. Unbekannt. Anonym. Plum. Wusste ich nicht. Muss ich ehrlich sagen. Einzelheit ist ein Detail. Großes Raubtier ist natürlich der Bär. Deswegen sind wir ja auch in Richtung, bin ich ja irgendwie hier unten in Richtung Ganove gegangen. So. Mit I geschrieben hier. Ich wüsste es auch noch mit J. Aber ich dachte mir schon, dass das. So, Platon ist falsch, völlig falsch. Japanisches Fischgericht sieht aus wie Sushi, ist es ja dann auch, hatte ich ja schon gesagt. Spanisch, Agnes. was? Hebewerk für Schiffe, oh, das fällt mir gerade nicht ein. Ostsee erstmal. Puh. Also Kairo ist nicht die Stadt am Nil, die ägyptische. Frauenname, weiß ich noch nicht. Marode, weiß ich noch nicht. Aber ich weiß, Keanu Reeves kommt bald wieder ins Kino. Mit, ich glaube, einem nächsten John Wick Film und, oder gab es da jetzt den vierten schon? Ach, wenn ich das jetzt wüsste. Und mit Matrix. Wird definitiv, also werde ich mir definitiv angucken, den neuen Matrix. Bin gespannt, wie der so ist. Eiskunstlaufsprung. Leider gerade, ich kenne nur den Axel. Nur den Axel. Wasser auf Französisch. Och, wie war denn das? Zeitvertreib ist ein Spiel zum Beispiel. Dann haben wir hier noch Reggae. Dann haben wir Spielklasse im Sport. Dicht gedrängt ist eng erstmal. Gehwerkzeug, ja. Schuh. Laubbaum ist die Erle. Gestreiftes Tier ist das Zebra. Easy. Indonesische Insel könnte Java sein. Muss ja dann eigentlich. Ja, genau. Gehwerkzeug ist Bein. Wow. Klasse im Spiel, klasse im Sport. Na klar, dann haben wir hier Prüde. Das metallhaltige Gestein ist Erz. Dann ist der Lutz bestimmt zusammen mit dem Axel ein Sprung. Genau. Scharfes S ist natürlich das SZ. Oh wei, so langsam. Hebewerk für Schiffe ist natürlich die Schleuse. Ah, natürlich. Werbemaskottchen, was?
Ich habe gerade keine Ahnung, was die für ein Wort meinen. Ägyptische Stadt am Nil würde mir auch nicht einfallen. Ich glaube, ich werde hier verlieren, weil mir das hier hinten alles nicht bekannt ist. Marode. Natürlich, der Satz des Tales. Der war's gewesen. Hier, Marode weiß ich jetzt auch. Gibt es ein... Welches Werbemaskottchen ist das denn bitte? Die Zeugnisnote weiß ich dann auch. Und damit haben wir die Ganoven raus, ja, ja, wie ich gesagt habe. Frauenname. Ja, hä. Das ist eine gute Frage. Ich habe auch keine Ahnung, was die ägyptische Stadt am Nil ist. Aber ich brauche nur noch den Frauennamen. Also Elisa. Elise? Nee. Edith geht auch nicht. Emilia. Fertig. Wie bitte? Nein, 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 nein. Wenn, dann will ich dich fair besiegen. Hä? Das dauert noch. Naja, hast du denn wenigstens die Stadt am Nil? Da gibt's Pyramiden, glaube ich. Gut, naja. Oder mache ich jetzt noch das Preisrätsel? Ich weiß nicht. Das Ding ist, ich habe mir ja... Also ich liege gut in der Zeit, finde ich. Und ich habe mir noch ein größeres Rätsel ausgesucht. Welches vielleicht auch ein bisschen schwerer ist als dieses hier. Und ich weiß aber nicht, ob das auch... Gucken wir mal. Blüpp. Hier gibt es nämlich noch eins auf t-online.de. Ein großes Rätsel mit mehr auszufüllen und dementsprechend auch längeren Wörtern, was eigentlich ganz cool ist. Deswegen würde ich mir das definitiv mal... Ja. Hör mal. Oh, ich wüsste da schon was. Bei dem hier. Oh, da wird rangezoomt. Ist ja fies. Ja, soll ich schon mal mit dem anderen dann anfangen? Na gut, dann mache ich das jetzt erstmal. Oh, hier wird auch angezeigt, ob es richtig ist. Na, das ist ja schön. Na, dann nehme ich das doch mal. Trinkgefäß für Kaffee. Ja. Oh, das ist so merkwürdig hier, dieses drin rumge... Den Atomkern betreffend ist ja auch klar. Das ist Nukular. Das Wort heißt Nukular. Wasser zum Stillstand bringen. Gefrieren, aber das passt nicht. Juhu! Na, wollen wir dann erstmal mit dem Preisrätsel weitermachen? Wie bitte? Preisrätsel. Gut, dann machen wir jetzt erstmal das Preisrätsel. So, Na, das ist ja doof, das steht ja gar nicht richtig hier. Egal, ich nehme das jetzt so hin. Das ist ja jetzt richtig mies, also blöd unterteilt, weil bei dem Rätsel ist das Lösungswort da hinten und hier ist das Rätsel... Das ist merkwürdig, das Lösungswort ist auf einmal da. Na gut, ich mach's trotzdem. Britische Sängerin, ja. Kfz Landsberg am Lech. LL. Okay, na, die britische Sängerin ist dann auch klar. Laut des Erstaunens. Auch nicht. Hä? Schalterstellung ist ein. So,
Balkonpflanze. Ich bin noch nicht so gut im Pflanzen. Argentinischer Berg. Oh nein. Das ist ja noch nicht mal einer von den 8000ern. Da weiß ich das doch nicht. Gucken wir mal weiter. Langes Ohr schnorren. Erste Frau. Angeblich ja die hier. Hast. Weiß ich noch nicht. So. Das haben wir aber schon mal. Gurkenkraut. Och Mann. Weiß ich doch nicht. Grafisches Symbol in der EDV. Ist natürlich dann das Icon. Ja. Ronald Reagan. Die Hausglocke. Klingel. Englisch Sohn ist natürlich das hier. Hausglocke Dong. Ich weiß es nicht. Der Trainer ist aber klar. War ja. Schwäbisches Hochland. Das da. Das haben wir. Das Gurkenkraut weiß ich immer noch nicht. Aber ich weiß, was die Hast jetzt ist. Ah, natürlich. Warte mal. Das ist jetzt schlecht. Ach so, nein, ist es nicht. Das ist das. Ah, das Gurkenkraut, natürlich, ist Dill. Dill, Dill. Dill, 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 Dill. Dann glaube ich, weiß ich jetzt auch die Balkonpflanze. Ja. Aber trotzdem, noch haben wir hier nicht alles. Ach, der Gong ist hier gemeint, nicht der Dong. Oh Mann. Das Blöde ist, selbst wenn ich hier das Gehöft noch rausfinde, weiß ich nicht, welche zwei Buchstaben da fehlen. Gehöft. Ist natürlich dann das Anwesen. Na klar. Nanu? Wird mir auch angezeigt. Nee, mir wird gar nicht angezeigt, was richtig ist. Das ist ja fies. Ich weiß zumindest das Lösungswort und das heißt Lichter. Kann man hier gerade nicht so gut sehen. Aber L an der 1, I an der 2 und hier unten ist der Rest zu sehen. Lichter ist gemeint, aber trotzdem, was ist denn dann? Ich glaube, das war das Ding. Ah, wir haben es richtig. Okay, fertig. Ja. Ich dachte, ich würde den argentinischen Berg nicht wissen, aber am Ende ist es mir doch noch eingefallen. Oh, habe ich doch heute Lauf. Na, dann mache ich doch das Rätsel hier weiter. Gestalt aus den Nibelungen. Ich hätte erst Siegfried reingeschrieben, aber das ist falsch. Blumeninsel im Bodensee. Im Bodensee. So unter Wasser oder was? Beklemmend, hohlklingend. Fremdwortteil allein. Allein. Fremdwortteil. Solo? Hupsa. Nee. Solo ist es nicht. Ohne Namensnennung. Anonym. Das Wort hatten wir gerade bei einem Rätsel, was hier überhaupt nichts mit zu tun hatte. Fest- oder Tanzraum? Easy. Oh cool, dann, wenn man fertig ist, dann wird das wieder rausgezoomt.
Ist ja nett. Oh. Aber das Blöde ist, jetzt ist das hier alles gar nicht so eingestellt, dass das... Ich muss da mal was ändern erstmal. Blöb. Dann werde ich das mal anpassen hier. Eine neue Szene machen. Ich mache euch eine neue Szene. So. Darauf habe ich ja überhaupt nicht geachtet. Okay, Fensteraufnahme. Nehmen wir mal die. Ne, warte mal, die. Genau. Dann passen wir das Ganze mal in der Größe ein bisschen an. Keine Sorge, die Zeit habe ich. Schneiden wir mal oben, unten, links, rechts was ab. Oben. Na, zu viel. Alles gut. Alles super. Na, ja, das passt. Links ein bisschen was weg. Rechts ein bisschen was weg. Das kann auch mehr sein. Na, kann noch ein bisschen mehr sein. Darf es ein bisschen mehr sein? Och, es darf noch ein bisschen mehr sein. So. Das haben wir. Dann würde ich unten noch was wegschneiden. Zack. Oben vielleicht noch mal ein bisschen. So, perfekt. So, dann ziehen wir uns das Ganze mal so auseinander. Und was natürlich nicht fehlen darf, was natürlich fehlen dürfte eigentlich, wäre ja auch kein Problem. So, huch, jetzt bin ich gerade gedreht. Das muss ich auch noch gerade beheben. Einmal gegen den Uhrzeigersinn drehen und schon bin ich wieder gerade. So. Außerdem würde ich mich eigentlich gerne etwas kleiner stellen. Ups. So. So. Das ist doch schon besser. Ja, wobei ich dann immer noch ganz schön viel wegnehme. Das ist nicht richtig. Das ist nicht gut. Das ist nicht schön. Bup. Nee, also so richtig ist das nicht. Aber das ist, muss jetzt reichen. So, ansonsten kann ich ja noch das ein bisschen so schieben. Man sieht zumindest erstmal wieder alles. Im Zweifelsfall kann ich mich auch einfach wegmachen und dann passt das auch. Dann mache ich mich jetzt erstmal weg. Ich bin unwichtig. So. Und eventuell ziehe ich das noch ein bisschen hier hin. Nö, ich lasse das. Das sieht jetzt halt Mist aus. Beim nächsten Mal behebe ich das. Und fertig. Ich muss nicht gut darin sein, das zu machen. So, Schwingkörper. Was haben wir noch so? Hannelore. Ja, wie hieß die denn, Hannelore? Ich kann hier auch... Boah, ich kann das hier so ziehen und schieben und alles, was ich möchte. Unterirdischer Gang ist ein... Nicht-Tunnel. Traubenernte. Da haben wir die Lese wieder. Regeln sortieren. Was haben wir noch? Fleischgericht hier unten. Das könnte ein Burger sein, das könnte ein Braten sein. Und? Ja, was ist es jetzt? Ist es jetzt wirklich einer? Das sieht man hier nicht. Also wenn das auf einmal sich wieder so... Wenn das da unten ist, ach. Also ich muss sagen, mit diesem Rätsel bin ich nicht zufrieden. Nein, bin ich nicht. Unangenehm könnte eklig sein. Ist es aber nicht. Ach so, dann wird mir angezeigt, also wenn es richtig ist, dann würde es wieder rauszoomen. Das ist ja gut. So, Fährtespur. Weiß ich noch nicht. Plage oder Qual? Fluss zur Seine. Hatten wir das gerade? Hatten wir das hier irgendwo in einem anderen? Oder war das... Nee. Vielleicht tue ich nur so gerade... Regeln sortieren. Blutsaugendes Insekt. Könnte ein Egel sein, wenn ein Egel auch ein Insekt ist. Was ist eine Strafe in dem Fall? Das ist noch. Gucken wir mal. Vielleicht finde ich irgendwo noch ein paar Sachen. Drehbuchverfasser. Ist ein Drehbuchautor. Ist ein Skriptmensch. Musik. Tongeschlecht.
Meinen die Dur? Die meinen Dur. Okay. Hauptschlagader ist die Aorta. Huch, hatten wir ja schon mal. So, was haben wir denn hier noch? Trinkgefäß für Kaffee, weiß ich noch nicht. Das Ruderkriegsschiff ist, glaube ich, die Galeere. Ja. Gestalt aus den Nebelungen. Weiß ich noch nicht. Bremsklotz oder Spaltwerkzeug? Also Beil war es gerade nicht. Keil. Richtig, das war das. Mokka, irgendwas mit Mokka, glaube ich. So, Grundbalken eines Schiffes. Kiel, natürlich. Verborgen geheim. Wasser zum Stillstand bringen, ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall kommt hier ein N hinten rein, würde ich denken. Das ist meistens so. Stangenartige Schokolade ist der Riegel. Blumeninsel im Bodensee. Uiuiui. Ich weiß es noch nicht. Hannelore. Nee, sorry. Ist mir gerade noch nicht bekannt. Ein Schwingkörper ist das Pendel gewesen. Ja. Kann ich eigentlich das Ganze hier auch... Ah, ich kann das auf 100% bringen. Und dann wird auch das Lösungswort angezeigt. So, wenn ich das... Ja, wenn ich das so nehme, dann sieht man alles ganz gut. Mehr oder weniger, hoffentlich. Dann würde ich außerdem mal das Bild nochmal anpassen. So, Transformation bearbeiten, links was abschneiden. Oh, kann noch ein bisschen mehr. No, noch ein bisschen. Ja, ist mal ein neues Experiment. War nicht geplant, dass das gut läuft. Dementsprechend läuft alles nach Plan. So, dann kann ich mich nämlich hier auch wieder reinsetzen. So. Und dann passt das wieder. So. Perfekt. Weiter rätseln. Schiff zum Übersetzen. Das ist natürlich die Fähre. Ja. Friedhold? Gibt es da Friedhold oder so? Römischer Sonnengott. Sol. Boah, echt? Ja gut, dann versuche ich es wirklich mal mit Friedhold. Nee. Friedhild. Vielleicht. Nee, Kriemhild. Kriemhild war's. Ja, doch noch geschafft. Verborgen geheim ist natürlich dann Okkult. Nicht zu verwechseln mit Yakult. Griechisch-römischer Gott Ares. Zum Beispiel. Okay, die meinen hier eine Mokka-Tasse. Perfekt, läuft. So, aha. Was haben wir noch? Dann haben wir hier noch mit dem Internet verbunden, ist online. Ein Europäer ist ein Däne. Ja. Fremdwortteil allein. Sony. Nein. Mono. Ich meine Mono. Den Karl, den weiß ich noch nicht. Der Sims ist dieser Mauerstreifen. Ach hier, Hannelore Elsner meinen die. Jetzt habe ich es auch. Beklemmend, hohlklingend. Weiß ich noch nicht. Lateinisch Brauch oder Sitte? Tradition? Nee.
Acker, Nutzland. Was haben wir hier für ein Zeug? Ist ein Feld. Ja. Regeln und sortieren. Ordnen. Ups. Ja, meinen die. Okay, weibliches Lasttier, eine Eselin. Wow. Okay, das blutsaugende Insekt fängt mit F an. So, so. Fluss zur Seine. Nein, keine Ahnung. Keine Ahnung. Also ich glaube, dann würde ich eher das fledersaugende Nutztier was rausfinden. Irgendwas am Persischen Golf? Nee, weiß ich doch auch nicht. Verworren, schwer verständlich. Das ganze Rätsel hier. Streichinstrument. B-R-A-T-S-C-H. Ja, Bratsche vielleicht? Ja, Mensch, schön. Was haben wir hier? Ködern oder reizen? Locken. Ja. Unterkunft, Wohnung ist das Heim. Kapitän bei Jules Verne ist Nemo. Captain Nemo. Elektronische Abtastung. Das ist natürlich der Scan. Lärm oder großes Aufsehen ist mir gerade unbekannt. Durchscheidende Gipsart. Nee, keine Ahnung gerade. Haben wir denn hier noch irgendwas, wo wir weiterkommen? Unangenehm. Machen wir erstmal das BGB fertig. Ungut. Die meinen ungut. Na super. Inselstaat in Ostasien. Tja, wenn ich jetzt mal wüsste. Wo ist denn Osten? Osten ist rechts gelegen. Also ich glaube nicht, dass das ist, weil das auch nicht Ostasien ist, aber Indien würde reinpassen. Also hier kommt irgendwas mit Autor. Zuckerrohr, Branntwein. Ja, war doch der Rum. Dann vermute ich mal, die meinen hier einen Filmautor. Komisches Wort. Okay. Indien geht damit sowieso erstmal weg. Aber wir haben hier den Abdruck. Zumindest erstmal. Leichtmetall. Kurzwort ist Alu. Ach Gott, wie hieß denn das nochmal? Cayman-Inseln? Cayman? Huch. Ich wollte den Rum hier eigentlich stehen lassen. Ich wollte gar nicht in die Richtung. Oh, Cayman. Ach Mann. Ja, das ist jetzt blöd. Nee. Wird so nicht. Auch nicht. Ich hätte jetzt an die Cayman-Inseln gedacht oder sowas, aber das könnte ja ganz woanders liegen. Dementsprechend lassen wir das mal weg. Römischer Gott. Was haben wir hier noch so? Schwer verständlich ist mir immer noch sehr schwer verständlich. Ich bin zwar oben schon relativ weit.
Blutsaugende Insekt sagt mir auch gerade nichts, gar nichts. Intuitiv erfassen, ahnen ist ja auch nicht sowas. Strafe oder Sühneleistung. Was erbringt man denn da? Oder was sitzt man ab? Oder was macht man da? Oh Gott. Umgangssprachlich. Also ich glaube, die meinen hier ein Trara. Ja. Das haben wir schon mal. Vielleicht hilft mir das was. Außerdem haben wir hier das GPS. Abstrakt. Nee. Abstrus. Ja. Brauchsitte, lateinisch. Weiß ich immer noch nicht. Emirat am Persischen Golf. Nee, ist mir leider gerade kein Begriff. Aber das, man merkt zumindest, das Rätsel ist hier ein bisschen schwieriger. Als das andere, was wir mal hatten. Finde ich aber ehrlich gesagt ganz gut. Ist auch mal was. Ah, übrigens, ich habe das Lösungswort, fällt mir gerade auf. Hier kommt ein T rein. Und da kommt ein F rein. Und ich habe keine Ahnung. Orav, Orov. Nee. Auch nicht. Olf. Orif. Oruf? Nee. Orov? Nee. Also. Ich weiß nicht, was es genau sein soll. Beklemmend. Beklemmend oder hohlklingend? Gekünstelte Haltung oder Gebärde? Nee, Miene meinen die nicht. Hier wird einem auch nicht angezeigt, was richtig ist, bis es richtig ist. Also dieses Rätsel ist generell ein bisschen schwieriger. Okay, wo kommen wir denn noch weiter? Ach. Blumeninsel im Bodensee. Meiner. Nee. Das ist es schon mal nicht. Mainau. Okay. Puh. Ich glaube, das könnte irgendwas. Nee. Okay, das ist ja. Puh, Merkur. Griechische, römische Gottheit. Ach, das ist so fies. Und was könnte das sein? Starren? Nee. Wasser zum Stoppen? Nee, auch nicht. Stauen? Natürlich. Ach. Huch. H-U? So. Ja, und wie heißt jetzt die griechisch-römische Gottheit? Ich bin mir da gerade nicht sicher. Das mal wirklich ein schöneres Rätsel, weil man hier echt überlegen muss. Eise ist es nicht, auch so nicht. Liese? Uise. Ich probiere mal hier ein bisschen was. Euse, okay.
Ah, dann meinen die hier den Floh, natürlich. Oh, es klappt doch langsam. Dann ist das hier nicht Ahnen, sondern Erahnen. Wow. Unterirdischer Gang ist der Stollen. So. Die. Ah, Mann, wie heißt denn das? Wie heißt denn die Sühne in dem Fall? Ich meine, ich habe zwar das Lösungswort schon, ich bin ziemlich gut durch, aber ich würde gern alles haben wollen, wie immer. Ich glaube nicht, dass hier. Doch, Apoll! Huch! Ach, dann war hier die Tortur gemeint. Oh, ich. Dann. Ah! Oh, ah! Oh, wie konnte ich das denn vergessen? Ich weiß doch, dass. Ich weiß doch, ich kenne doch das Land, ich weiß, wo es liegt, ich weiß, dass momentan ein anderes Land es richtig nervig findet, dass man immer wieder von diesem Land redet, dass es ein Land ist. Ja. Ich gebe mal ein F ein. Ach, der Typ heißt Karl Orff. Der Arme. Aber was ist die durchscheinende Gipsart? Ich habe keine Ahnung. Brauch oder Sitte im Lateinischen? Brauch oder Sitte im Lateinischen? Was könnte das sein? Habe ich eigentlich überhaupt noch woanders? Nee, es fehlt mir nur noch hier was in diesem Bereich. Okay. Also die Sühneleistung oder Strafe ist nicht die Paste. Davon gehe ich mal aus. Warte mal. Das ist bestimmt falsch, aber hoch. Ja, ist es auch. Was gibt's denn da noch so am Persischen Golf? Am liebsten würde ich Google Maps aufmachen, aber ich weiß es gerade nicht. Gekünstelte Haltung. Gekünstelte Haltung. Oder eine Gebärde. Puh. Vor allem die Gipsart. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich die rausfinden werde, selbst wenn ich alles andere noch habe. Also ich hätte jetzt hier bei Ritus zum Beispiel, aber. Hilfe. Ich hoffe, man konnte das jetzt nicht hören. Ich wette, man konnte es hören. Es tut mir leid, falls da was zu hören war. Sind wohl gerade Handywellen durchs Mikrofon gelaufen. Oh, was gibt's denn hier noch? Also mir fallen ja. Ich brauche ja nur noch diese Worte. Die gekünstelte Haltung, ich brauche den Brauch, ich brauche das Emirat am Persischen Golf. Puh. Tipp, tipp, tipp. Oh, doch Glück gehabt nochmal. Ja, Sudan würde hier immer noch reinpassen, aber ist es ja nicht. Aber vielleicht ist ein N wirklich am Ende. Was gibt es denn noch so für Emirate? Ich kenne die ganzen Emirate tatsächlich nicht wirklich. Strafe oder Sühneleistung? Ist die Buße? Oh, natürlich, das sind die Busse. So. Gekünstelte Haltung oder Gebärde? Vielleicht kriege ich das als nächstes. Das ist die. Pose.
Und dumpf ist hier. Ach na, oh Leute, das wäre doch. Es wäre so gut gewesen. Na, jedenfalls. Fertig. Ich habe angeblich 1 Stunde 39, 32 Sekunden gebraucht. Ja, ich habe vorher halt das Ganze ja schon mal. Oh, ich bin. Das Video wurde 50 Minuten lang. Hilfe. Aber auf jeden Fall, ich habe es zumindest hinbekommen. Nächstes Mal würde ich, glaube ich, die Seite erst anstarten, wenn ich das wirklich. Wenn ich soweit bin in dem Video. Also auf jeden Fall, ich würde das eventuell mal drin lassen. Ist ganz interessant gewesen, mal ein weiteres Rätsel drin zu haben. Vor allem eins, das längere Wörter üblicherweise hat als das andere. Dieses 50-Plus-Rätsel. Also das hier ist schon mehr so der Medium-Mode. Vielleicht gibt es ja auch irgendwo noch einen Hard-Mode. Also, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, der Extra-Content hat euch gefallen. Und ja, ihr könnt gerne dazu meinen, wie ihr möchtet, ob das jetzt besser ist oder ob man vielleicht auf das umsteigen sollte, weil es auch anders präsentiert wird. Man ranzoomt überall automatisch. Ja, einfach ab in die Kommentare damit. Ansonsten beim nächsten Video werde ich es wahrscheinlich erstmal wieder hinten ranhängen. Weil es gibt ja eine gewisse Latenzzeit zwischen das Video wird freigeschalten und das Video wird gesehen und kommentiert. Dementsprechend stellt euch darauf ein, dass es morgen einfach nur noch hinten dran nochmal kommt. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss!